Der Transport des rund 90 Tonnen schweren Tragseils der Bahn auf den Bitzwalgrunda ist für sich schon ein Mammutprojekt. 2 Monate Vorlaufzeit waren notwendig. Von der vorschriftsmäßigen Ladungssicherung bis zur Planung der Fahrtstrecke inklusive der Berechnung von Kurvenradien und Steigungen galt es, viele Faktoren zu berücksichtigen. Eine Herausforderung für die Mitarbeiter des Schwertransportunternehmens Spiegel, auch wenn diese auf jahrelange Erfahrung zurückblicken können. Es gibt jetzt 55 Jahre. Seiltransporte machen wir jetzt sicher auch schon mal 25 Jahre. Und da haben wir schon ganz spezielle Sachen gemacht. Schon so spezielle Transporte, ja, kommt drauf an, 2, 3. Und sonst haben wir so ziemlich normale. Schon auch auf Bergstationen und so, aber halt nicht mit dem Gewicht. Um den Transport mit einem Gesamtgewicht von über 170 Tonnen sicher und unbeschädigt zur Talstation der Gampenbahn zu befördern, kommen 2 insgesamt über 1000 PS starke Spezial-LKWs zum Einsatz. Und selbst die brauchen auf den schmalen und zum Teil nicht ausgebauten Zufahrtswegen teilweise Unterstützung. Ja, der Regen, Bodenwach, das ist das Hauptproblem, natürlich die Steilheit. Auto fangen und graben, sinken ein und dann ist vorbei. Da waren alle Allrad zu wenig. Dann brauchen wir 2 Radlader noch. In weiterer Folge wird das Tragseil mittels Hilfsstützen zur Talstation der Bitzwalgrunda gezogen, von wo aus es schlussendlich von Mitarbeitern des Seilbahnherstellers Doppelmayr-Garaventa mit Unterstützung eines Teams der Silvretta Seilbahn AG in die Strecke eingezogen wird. Wir sind da auf 2812 Höhenmeter und da ist natürlich mit Witterungsverhältnissen schwer zu arbeiten. Wir haben da Schnee hier oben, wir haben Kälte, Wind. Da haben wir 80 km/h Wind, 60. Das ist schon, das schwert schon sehr, aber wir haben jetzt immer gut, also lang gutes Wetter gehabt. Beim Einziehen des Seils wird zunächst nur ein leichtes, aber stabiles Zugseil zur Bergstation gezogen. An dieses wird anschließend ein schwereres Seil geknüpft und auf den Berg transportiert. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis schließlich das finale Tragseil aufgezogen werden kann. Bei der Bitzwalgrunda handelt es sich um eine klassische zweispurige Pendelbahn mit je 2 Tragseilen pro Fahrbahn. Insgesamt müssen also 4 Tragseile und eine Zugseilschleife montiert werden. Für ein Tragseil benötigt das Team dafür rund eine Woche und liegt damit voll im Zeitplan. Hier ist es ziemlich hoch gelegen und so, aber dank der Gesellschaft sind wir eigentlich gut vorangekommen, das muss ich sagen.